Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wieder mit mir, dem Manuel. Und letztes Mal waren wir ja in diesem Rätselhaus. Heute werden wir hier mal links durchgehen, um zu schauen, was hier so los ist. Ausgewichen. Und ich sehe hier viele Pokémon-Trainer, die gerne gegen uns verlieren wollen. Und ja. Als erstes kommt ein Knilz, das wir platt machen. Ist Meryl vielleicht nicht die beste Wahl? Gut. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das kann sein, dass ich mich ab und zu noch muten muss, weil wegen Husten. Und ja. Ich nehme übrigens den ganzen Sound wieder mit Outer City auf, nicht mehr mit Fraps, weil GeForce Experience, weil Camtasia Studio meine Mikrofonqualität immer noch nicht mag. Ihr dürft es zwar nicht gemerkt haben, weil ich habe es dann mit Windows Movie Maker gerendert. Das Problem ist nur mit Windows Movie Maker, das hat eine halbe Stunde, um den Part reinzuladen. Weil man muss ja erst die Videodateien in den in das Renderprogramm rein tun und für das hat das Ding eine Viertelstunde, halbe Stunde. Ja, kotzt ein bisschen an. Und deshalb nehme ich jetzt wieder mit GeForce Experience Sound auf, also Ingame Sound und das Video und nehme halt mit Outer City noch meine Stimme auf. Get burned. So, machen wir den Schnabel. Ja. Gut, ich würde sagen, Jungblut kriegt jetzt noch einen davon. Jep, will ich. So, ja, ich will den zu schneller einsetzen. So. Boah, wie kannst du nur in so etwas Kleines hineinpassen? Also, glaube ich, meine Kleider. Hat dich mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Ich habe nichts gehört. Die Landschaft war zu laut. Ja, daran wird es gelegen haben, dass ich nichts gehört habe. Gut, Makuhita und Voltoball. Beide ein Problem. Ja, Kopfnuss ist von Zickzacks wieder ausgeschöpft fast. Aber haut ganz gut rein. Ja, solange nur Energiefokus für Makuhita eingesetzt wird, ist alles im grünen Bereich. Boah, dieser Husten ist echt eklig. Ich wünsche es keinem Menschen auf dieser Welt, diesen Husten. Ach. So, wir haben by the way gewonnen. Gegen Makuhita erstmal. Und jetzt geht's Voltoball an den Kragen. Und ich. Nein, auf Meryl will ich nicht einen Angriff machen. Wenn es irgendwie möglich wäre. So, wir müssen uns für die nächste Arena noch irgendwas einfallen lassen. Weil, die nächste Arena ist eine Elektro-Pokémon-Arena und es gibt ein paar Magnetilo und Magneton, da kann Jungglut übernehmen. Muss es fast, weil die Dinger sind extrem schwer tot zu kriegen. Aber gegen die ganzen anderen Pokémon haben wir halt einfach, ja, nicht wirklich eine Schnitte. Zickzacks ist
es ist ziemlich wurscht, ob es ein Elektro-Pokémon ist oder nicht. Aber Meryl und wie heißt der Vogel? Schwalbini. Schwalbini kann gegen Elektro-Pokémon genauso wenig ausrichten wie Meryl. Haben wir nicht beim Pokémon-Züchter... Nein, da waren wir noch gar nie. Also es gibt hier einen Pokémon-Züchter, der kommt irgendwann mal, keine Ahnung, wo man seine Pokémon, die man halt nicht dabei hat, maximal 2 Stück aufgeben kann und der trainiert dir halt dein Pokémon. Die Kacke ist nur, das Pokémon lernt ja von Zeit zu Zeit Attacken. Die bringt er ihm bei, egal wie scheiße sie sind. Lösel und Minun, auch nicht wirklich so toll. Aber let's try. Ich setze wieder mal Walzer ein. Ich weiß nicht, was die mit dieser rechten Handattacke haben. Ich weiß nicht mehr, was das für einen Effekt hat. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben, was die rechte Hand für einen Effekt hat. Aber ich check's nicht. Ja, danke. Brauche ich glaube ich nicht zu sagen, ne? Bene, Meryl, danke. So, komm schon. Gewinn tun wir das auf jeden Fall. Fragt sich nur mit, ob es Opfer geben wird. Volles Opfer, ey. Ja, also auf der gegnerischen Seite gibt es Opfer. Sagen wir es einmal so, wie es ist. So. Ja, es hängt noch weiter. Aber mir fällt gerade ein, ich müsste... Nein. Hat am Wochenende Zeit, weil ich nehme das Ganze hier jetzt am Freitag auf. Ihr solltet das morgen am Sonntag sehen. Ja, ist 8:30. Das sollte passen von Upload und Renderzeiten. Weil... Jetzt kommt irgendwer rein. Wehe. Kommt in mein Zimmer. Also, nach Hause. Irgendwer. Wehe. Nicht in mein Zimmer. Oh geil, das entwickelt sich. Ich habe mal die Schnauze. So, wenn gleich jemand reinkommt, ich bin einfach ruhig und drück was, ne? So, unser Meryl wurde jetzt zu Azuril. Azumarill. Super. Wirklich, wir sind viel besser geworden. Das beweisen wir dir das nächste Mal. Okay. Noch zwei Spaßvögel, die mich ansehen. Aber klar. Geil, Alter. Jetzt hat sich unser Meryl zu Azumarill weiterentwickelt. Ist cool. Oh, wir haben ja einen Überschuss an Arena-Bären. Gut, nein, ich will das nicht angucken, ich will die gerne einsetzen. Somit wäre Azumarill unser momentan stärkstes Pokémon. Da darf Jungglut jetzt mal an die Front. Da die Entwicklung nicht mehr allzu weit entfernt ist. Ein Pokémon ist das anbetungswürdige, ne? Ist klar. So, ein Eco, jetzt gibt's was auf die Fresse. Doppelkick. Wie ich es einfach nur so geil finde. Jungglut einmal in die Nase, tot. Oder auf die Nase. Jungglut wird vor allem dann geil, wenn es sich weiterentwickelt. Weil die Anfangs-Pokémon, die ihr auswählen könnt, haben immer... Nicht noch so ein Vogel. Haben immer drei Entwicklungsstufen.
Nicht alle haben drei Entwicklungsstufen. Azumarill beispielsweise hat, glaube ich, in diesem Spiel zumindest nur zwei. Zwei Entwicklungsstufen, genauso wie Schwalbini und Zickzacks. Eigentlich ist Pokémon, die wir momentan haben, haben alle nur zwei Entwicklungsstufen, außer natürlich den Junglut. Das entwickelt sich nochmal. Ich werde euch jetzt noch nicht sagen, in welches Pokémon. Aber es sieht auf jeden Fall nochmal cool aus. Es wird auch wird ein cooles Pokémon. Und Carpador übrigens. Ich weiß jetzt, was ich für ein Wasser-Pokémon will. Ein Carpador. Also nein, ich will nicht ein Carpador, ich will eine Weiterentwicklung vom Carpador. Weil Carpador entwickelt sich weiter zu. Zu was eigentlich? Zu. Mann, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Garados. Das ist ein riesen Schlangenvieh. Und das strotzt einfach so eine Kraft aus und so eine BÄM. Ne? BÄM. Einfach nur BÄM. So nicht. Wenn du das siehst, dann ist Schicht im Schacht. Komm schon, es ist schon verwehrt. Brauchst nicht auch noch zu vergiften, bitte. Greif bitte an, bitte, 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 danke. So, ciao, ciao, Tentacha. Wir lassen jetzt noch, weil gegen Carpador, denke ich, wird das Zickzacks eventuell was ausrichten können. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Wow, was für eine Überraschung. Es setzt Platscher ein. Oh, Zickzacks ist nicht mehr verwirrt. Herz allerliebst. Ist mal ein Carpador, was Tackle beherrscht, ist immer mal ganz Neues. Seit wann? Ach, stimmt. Gewisse Carpador ab. Also nein, Carpador ab Level 15, glaube ich, können Tackle. Stimmt. Somit ist es besiegelt. Wir werden uns einen Carpador fangen. Wir können ja hier mal angeln. Pokéball. 1. Können wir gleich hier mal angeln? Fail. Vielleicht finden wir einen Carpador. Mega Block. Direkt. Nein. Oh. Zix hat mal wieder was gefunden. Fluchtzahl. Ist immer nützlich. Ich wollte in den Beutel reinschauen. Schadensveränderung wird von einem Kampf verhindert. Okay. Ich denke nicht, dass wir das jemals brauchen werden, weil ich diesen einen Zug nicht irgendwie mit Statuszeug sonst verschwenden will. Gut, das heißt verschwenden. Es kann unter Umständen den Kampf entscheiden. Ja, die Angel haben wir. Angeln wir mal ein bisschen. Jetzt müssen wir warten und jetzt rausziehen. Wenn man mal ein Carpador will, ne? Dann kommt bestimmt keins. Aber wenn man, sobald man keines will, dann ist es auf jeden Fall, steht eines dann auf der Matte und hallo. Boah. One hit kill. So, Angel. Nicht mehr ein klitzekleines Knabbern. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt, ne? Auch jetzt, ich check's nicht. Ein klitzekleines Knabbern. Was ist das? Was ist das für eine Redensart? Ey, das hat angebissen. Wenn ich nichts fange, dann sage ich nichts dran. Ich sag nicht mal ein klitzekleines Knabbern. Hallo? Nein. Azumarill darf ran, aus dem Grund, weil Wasserattacken auf Carpador, denke ich, nicht so eine große Wirkung haben. Wir wollen uns echt gerade ein Carpador fangen, was nur Platsche beherrscht. Ja, ich will.
Wow. Im halben Leben. Also ich tue mir das jetzt an, weil ich will unbedingt ein Gyarados. Ein Gyarados ist einfach zu geil. Und das wird dann den... Also Carpador wird jetzt den Platz von Azurum Marill. Dein Ernst? Einnehmen? Ist das dein verdammter Ernst? Weißt du was? Du hast eben dein Todesurteil gesprochen. Oder weißt du was? Jetzt hat sich was ausgeplappert. Junglut darf, erstmal probieren mit Glutattacke. Vielleicht macht es ja nicht genug Damage. Ich weiß es nicht. So, probier mal. Natürlich. Natürlich. Wieso habe ich es überhaupt versucht? Wieso habe ich auch nur überhaupt einen... neun Erfahrungspunkte. Krasse Scheiße. Wieso habe ich überhaupt nur einen Gedanken daran gehabt, dass es irgendwie klappen könnte? Das ist ja irgendwie logisch. Bitte sei Level 15. 15, nicht 5. Also ein Carpador mit Level 5 fange ich mir auf keinen Fall. Da, geh weg. Also Level 10 ist das Minimum. Sonst ist es ein bisschen erbärmlich. Dieser Husten, ne? Der bringt mich noch um. Ja, ich hab jetzt mal nicht aufgepasst. Hab auf die Uhr geschaut. Weil wir haben jetzt schon wieder 17 Minuten durch. Die Zeit vergeht, ne? Ich habe das Gefühl, ich hätte nichts geschafft. Aber wir haben übelst viele Pokémon-Trainer besiegt. Und diese Part wäre noch der Burner. Wenn wir jetzt noch ein geiles Carpador finden. Finden würden. Deine Mutter ist entkommen. Sonst machen wir das in der nächsten Folge. Ne, wir werden es nächste Folge jagen. Nächste Folge gehen wir dann auf Carpador Suche. Besser gesagt, Carpador Jagd. Ja, stellt euch schon mal auf eine extrem... wenn ich es nicht bis morgen vergessen habe, dass ich ein Carpador will. Auf eine extrem spannende Folge ein. Die wird so spannend sein, da fliegt euch der Hut weg. Ja, ich weiß, ihr guckt immer Let's Plays, während ihr mir einen Hut aufhabt. Das ist logisch. Mach ich auch so. Ne? Wer nicht? Wer hat keinen Hut auf, während er immer Pokémon Let's Plays schaut? Der Typ, der muss erst noch geboren werden, ey. So, dann rennen wir nochmal hoch. Ja, ich bin jetzt extra kurz ins Pokémon gerannt. Einfach weil... keine Ahnung. Das sieht mir nach einem gefundenen Angelplatz aus. Ich versuch's noch einmal. Einmal und dann gebe ich's auf. Okay. Direkt so in die Fresse. Du musst heute nichts mehr fangen. Gut, wir beenden diese Folge, wo wir sie aufgehört haben. Mein Gott. Wir beenden diese Folge, wo wir sie angefangen haben. So. Gut, das soll es erstmal gewesen sein von diesem Part von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Mr. Swisszocker. Tschüss.